So, dann herzlich willkommen zur vorletzten Wochenendausgabe. Diese Woche wird sozusagen meine Abschiedstournee stattfinden hier für den JFD-Stream. Wie gesagt, nächste Woche, Wochenende, wird noch ein Ausblick erfolgen und eine Analyse am Montagmorgen erscheinen. Doch dann ist das Kapitel, was ich jetzt hier ein Jahr lang bekleidet habe, JFD, erledigt, zu den Akten gelegt und werde dann weiter auf meinem Stream bzw. eben auf God Mode weiter Analysen veröffentlichen, jedoch eben nicht täglich Videos hier für JFD erstellen. So, das war jetzt ein kleines Vorwort. Währenddessen konnten jeder wieder den Risikohinweis lesen und dann starten wir auch mit den Prognosen. Letzte Woche lief es ja bei manchen Basiswerten relativ perfekt. Ich habe nachher bzw. gestern nochmal nachgeschaut, wer in dem Zeitraum die Top 5 waren im DAX. Da war eine Vonovia, die hier vorgestellt worden ist, eine Deutsche Bank und eine Deutsche Lufthansa unter den Top 5. Nur noch, oder eigentlich Top 4, Top 5. Es war noch Commerzbank und den fünften Wert weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber mehr wurde der eh nicht im DAX hier vorgestellt. Also DAX-Werte. Also es ist eine einzigartige Trefferquote, beziehungsweise eben ein Stockpicking par excellence. Ich werde nächste Woche natürlich versuchen, nochmals solche schönen Setups zu finden. Doch natürlich eine Garantie gibt es natürlich nicht. Was zudem noch relativ perfekt lief, war eine Walt Disney, wurde auch im Stream vorgestellt, auf dem God Mode Trader, auch ein-, zweimal jetzt auch dargebracht, auch am Freitag nochmal genau hier erstmal ein Rücksetzer, auch unter dieses Unterstützungsniveau. Hier dann die Trendlinie erreicht und direkt hier dann nach oben abgeprallt, diesen Kaufsignal nicht generiert, auch weil es sowieso auf Schlusskursbasis gültig war, direkt einen Cent davor gedreht. Rücklauf, der jetzt vielleicht nicht mehr so tief stattfinden sollte oder kann. Und ja, im Prinzip könnte es im Prinzip hier schon gewesen sein, langsam nach oben und mit dem Ausbruch sollte hier dann nochmal eine Aufwärtsbewegung folgen und dann kann es sich hier eventuell wirklich eine abgeschlossene Korrektur handeln und die Aktie setzt zu einer nächsten Höhenbewegung, Höhenflug an. Mal abwarten. Jedenfalls gefällt mir hier das Chartbild sehr gut. Dann ganz kurz, was ja auch letzte Woche gut lief, war australischer oder kanadischer Dollar. Hier folgte der Ausbruch, Rücklauf, nochmal jetzt die Fortsetzung. Sollte hier definitiv eigentlich nicht mehr unter diese Marke gehen. Da kann man hier theoretisch den Stopp schon anheben oder auf dieses Tief. Aber im Idealfall wird es hier nicht mehr unterschritten. Jeder soll jedoch hier selber dann einen Ausstieg finden. Was auch noch sehr, vielleicht wirklich für die nächste Woche noch so ein Mustertrade werden könnte, ist Palladium. Hier wurde zwar die 200-Tage-Linie unterschritten. Dieses ist jetzt nicht ganz ein mustergültiges. Ich wollte ja einen Kurs von über 625 haben. Ja, im Idealfall wäre sogar hier 27 mit einem wirklichen mustergültigen Hammer dann vollendet. Vielleicht die Abwärtsbewegung und eine Gegenbewegung dann eingeleitet. Es kann aber auch noch hier nach unten fallen, deswegen die Bewegung ist nicht ganz klar. Möglich wäre hier ein Einstieg mit einer kleineren Positionsgröße, um dann vielleicht hier unten nochmal nachzukaufen. Oder, wie gesagt, alternativ, weil die Umkehrkerze könnte da sein, dann trotzdem hier ein Einstieg und natürlich dann den Stopp hier auf das Tief setzen. Natürlich nicht so einen weiten Stopp da nehmen. Dann wäre das hier auch ein schönes Szenario. Das ist definitiv alternativ jetzt so möglich und auch legitim.
Dann, bevor man zum DAX kommt, oder wir machen ganz kurz den DAX fertig. Hier ist für mich jetzt in der nächsten Woche eine wichtige Marke, liegt hier schon bei 10.672 beziehungsweise dann eben 10.660 Punkten. Wird die nicht unterschritten, dann sehe ich wirklich ja, eine Aufwärtsbewegung. Eine mögliche Ziel wäre dann hier 10.850 oder 10.926 oder 30 in dem Bereich. Also überhalb 10.674 kann man sogar wirklich auf so ein Ziel spekulieren. Das wären jetzt hier aktuell auf Xetra Schlussbasis ja, 40, 50 Punkte und über 150 oder rund 150 Punkte Potenzial. Also Chance-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1. Mehr kann ich zum DAX im Moment nicht sagen. Das ist erstmal hier das Wichtigste. Gold und Silber, da will ich jetzt nicht langweilen. Kann man hier nur kurz sagen, hier das Signal war gut, nicht sehr gut, war gut. Allerdings fehlte hier auch Aufwärtsdynamik. Im Tageschart ist jetzt eingekeilt zwischen EMA 200 und Rainbow Unterkante. Hier ist es ja, schon möglich, weil Gold sieht ein bisschen besser aus, dass sich hier einfach eine Gegenbewegung noch weiter nach oben sich fortsetzt. Und eben jetzt ein ganz kurzes Wort zu Silber. Da ist jetzt in meinen Augen 50-50 Chance. Also kurzer Rückblick, hier war ich wirklich bullish, dass es hier eine Aufwärts-, eine größere Gegenbewegung eingeleitet wird. Die wurde hier nicht nach oben aufgelöst. Und im kurzfristigen Chartbild lange Zeit würde hier diese Marke 17,38 verteidigt. Dachte, die würde eigentlich bis jetzt immer noch verteidigt. Eine andere wichtige Marke war nach dem Bruch diese Marke und diese würde eben unterschritten. Ich war hier schon ein Level weiter. Also zunächst, wie gesagt, die Analyse sah hier vor, ein Ausbruch nach oben, ein Rücklauf. Diese Marke sollte halten, hat sie dann auch. Hier hätte dann für eine schöne Aufbruchsbewegung oder aus eine Aufwärtsbewegung diese Marke halten sollen, die 10, die 17,55 mit dem Bruch sieht man ja, dass die auch wieder eine Rolle spielt, jedes Mal dann der Abprall. Also hier eben ganz kurz zu sagen, die Chancen, ich starte hier mal den Tageschart, ob es jetzt hier nochmal nach unten geht oder eine Aufwärtsbewegung, sind für mich jetzt aktuell wirklich nur noch 50-50 Chance. Markt nach unten natürlich zu benennen ist eher das Tief dann von Freitag, also 17, das ist dann wieder die 17,38 oder 17,40, wird die gebrochen, auf jeden Fall auf Tagesschlussbasis oder auf 4-Stunden-Basis. Dann steigt natürlich das Abwärtsrisiko oder den Rückgang deutlich, dann sogar vielleicht eher zu 20,80 dann nur noch oder noch weniger. Und wird hier natürlich die Hochs rausgenommen, dann sehen wir hier oder sollten wir eine Aufwärtsbewegung Richtung 18, 10, 18, 40 oder 18, eben 30 erwischen. Das war jetzt hier das Wichtigste zu diesen Edelmetallen. Und ganz kurzer, das wird dann aber nächste Woche ja, konkretisiert. Hier sind jetzt 5 Aktien. 1, 2, 3, 4, 5. Die größten Nasdaq-Werte und einer der größten Nasdaq-Werte, ein paar haben schon Zahlen gebracht. Eine Microsoft hatte ich vor den Zahlen auf dem Gotmo Trader eine Analyse herausgebracht. Da wurde schon mit einem Ausbruch über 60 spekuliert. Der ist dann, hat auch stattgefunden. Vorbürstlich wurden sogar ja Kurse von 60, 60, 60, 70 sogar erreicht. Da wurde dann nichts. Kam nichts nach, aber der Ausbruch ist also ein Mehrjahreshoch und sah auch hier der Ausbruch nach oben aus. Bei der Netflix-Aktie würde eher nur ja, nach den Zahlen Kurse von über 158 erwartet. Hier waren die Zahlen dann deutlich besser oder der Ausblick besser.
Allerdings dann hier eben nochmal hier eine Analyse getätigt zu den vorbörslichen Kursen. Rücklauf gab es hier am Freitag eigentlich genau hier eine Erholung noch, und beziehungsweise am Donnerstag und am Freitag dann sogar eigentlich das andere Kursziel erreicht. Was jetzt hier natürlich noch denkbar ist, hier das Hoch wird rausgenommen, aber eher in meinen Augen eher unwahrscheinlich. Hier wird schon eher ein Rücklauf dann stattfinden, also diese Bewegung ein Stück nach oben, dann auch nur noch bis zu dieser Öffnungsniveau und dann nach oben. Aber das waren jetzt alles Unternehmen, die schon Zahlen gebracht haben. Ja, jetzt habe ich hier die Amazon. Wirklich kein richtiges Szenario. Die bringen nächste Woche Zahlen am Donnerstag, soweit ich es jetzt eben auf Google nachgelesen habe. Und dabei bei der Alphabet, das ist ja die Google oder ex-Google, aber nichts, habe ich eben auch die Zahlen nachgelesen, dass die auch am Donnerstag kommen. Hier ist ein Ausbruch nach oben, jetzt hat jetzt stattgefunden. Die Kürze ist jetzt aber deutlich negativ, gleich gekontert ein Stück. Rücklauf, ja, aber mit den Zahlen ist es halt jetzt hier bei der Aktie wirklich schwierig. Ich mag nicht, wenn die Kurse direkt am Hoch sind, am Allzeithoch. Klar, es ist die Möglichkeit natürlich wahrscheinlich, und wenn ein Rücklauf hier stattfindet, dass nochmal mit den Zahlen hoch stattfindet, aber dann vielleicht eben das Pulver verschossen wird. Also ich achte da am Montag nochmal auf die Tageskerze, dann kann ich da vielleicht was Näheres sagen. Bei Apple gab es hier schon länger kein neues Szenario. Hier ist es einfach das alte eingezeichnet. Damals ja nahezu exakt auf das Unterstützungsniveau. Das wurde hier damals mit den Zahlen nach oben verlassen. Dann das Kursziel direkt erreicht. Rücklauf zum alten Eröffnungskurs, was eben, wie gesagt, so ein Muster kann eben auch jetzt die Netflix an den Tag legen. Da gab es auch nicht ein Hoch über das Vorgängerhoch. Das Allzeithoch ist ganz woanders. Allerdings hier ein Rücklauf, und jetzt sind am Dienstag Zahlen. Also Amazon und Alphabet sind am Donnerstag dran und diese am Dienstag. Aber alles ohne Gewähr. Aber müsste schon stimmen. Hier schwierig, hier kann sich auch die Situation, wenn die Zahlen wirklich positiv überraschen, Kurse über 120 gleich stattfinden. Ganz bullisch, aber davon gehe ich jetzt aktuell nicht aus, dass hier das Level von 124 geknackt wird. Das wäre natürlich absolut bullisch, wenn das auf Schlusskursbasis ist. Natürlich eine Eröffnung, eventuell wirklich mit sehr guten Zahlen hier hoch, aber dann abwärts. Ich denke, da dürfte der Verkaufsdruck da sein, Gewinnmitnahmen etc. Wie gesagt, diese Szenarien werden nochmals näher betrachtet am Montag und Dienstag. Ich gehe nur im DAX von wirklich sehr gut steigenden Kursen aus, hält das Level eben, wie gesagt, hier das erwähnte Level gleich stand, dem Verkaufsdruck oder Gewinnmitnahmen, also 10.670. Und sonst muss man eher, ja, also von der richtigen Herbstrallye gehe ich im Moment nicht aus. Das war jetzt ein bisschen länger, 15 Minuten lang. Die Analyse, wünsche allen noch ein schönes Wochenende oder schönen Sonntag. Bis dann.